Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. In unseren dunkelsten Stunden. Das Leben an uns vorüberzieht, finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Das uns weitermachen lässt. Ja, und damit herzlich willkommen zum Let's Play von Tomb Raider. Ja, wir hängen kopfüber an einem Seil fest, eingebunden in irgendwelchen Fetzen, Leder, Stoff, irgendwas Gedöns. Und ja, halten Sie LS zum Schwingen synchron. Okay. Dann fangen wir einfach mal an. Und das sieht auf jeden Fall nicht gerade gut aus, wo wir jetzt hier feststecken. So, wie vom Teufel höchstpersönlich. Ich muss runter. Oha, okay, er brennt. Jo. Okay, und jetzt? Weiter schwingen. Ich schwing einfach mal. Der rechte ist ein... Okay, okay, okay. Links das Brett. Das wird jetzt wehtun. Ja, ich glaube auch. Das Brett links oder, ja, Gerüst brennt. Das heißt garantiert, dass wir uns darüber schwingen müssen, um dass unser Seil abbrennt. Gehe ich mal davon aus. Okay, das war knapp. Ah, jetzt schaffen wir es. Nein, doch. Oh, oh, oh. Das tut mir so leid, lieber Laura. Aber... Jawohl. Ah, die Stelle kam ja sehr oft im Trailer schon vor. Aber ich finde es einfach nur... Autsch. Okay, X drücken. Ganz oft X. Zieh raus. Ah, oh mein Gott. Das ist schon richtig ekelhaft. Oh, schaut euch das mal an, das sieht so ein bisschen aus wie, ja, keine Ahnung, eine Höhle von einem Drachen oder so.
Durch die ganzen... Achso, ich kann schon laufen. Ah, okay, ich habe hier keine weiteren Anzeige. Wirklich nur... nicht kriechen, du sollst laufen. Hm. Ja, wirklich nur jetzt hier. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass ich schon loslaufen konnte. Oh Gott. Oh nein, nein, oh nein. Nein, nein. Okay, da hängt auch jemand am Seil. Was ist das hier? Okay, hier kann ich die Kamera drehen. Ist gut zu wissen. Was ist bloß passiert? Ja, ich würde auch gerne mal wissen, was es ist. Sieht nämlich alles ein bisschen unheimlich aus. Habe ich schon irgendwelche... Okay, hier. Fackel nehmen. Ah, sehr schön. Jetzt habe ich schon meine Fackel. Passt. Neue Ausrüstung, Fackel. Okay. Das war laut. Okay, da... Hä? Was macht die da? Ah, die duckt sich. Okay, ich schau nämlich... Ah. Hä? Ah, okay, hier kann ich... Okay, alles klar. Wenn ich das... Was ist das für eine Taste? LB drücke? Kommt halt kurzerhand so wie ein Hinweis, was ich machen kann. Gut zu wissen. Okay. Dann brennen wir das Ganze mal an, würde ich sagen. Ach so, gedrückt halten. Ah, okay. Weg, weg, weg dort. Hä? Lauf doch einfach weg. Wieso bist du nicht gelaufen? Ja, okay, ich muss mit der Steuerung muss ich noch so ein bisschen klarkommen. Aber Grafik sieht schon gut aus. Kann man nicht meckern. Ist zwar halt jetzt nicht auf dem PC, sondern auf die Xbox erspielt, aber von der Grafik her ist schon top. Kann man echt nicht meckern. Und ich gehe mal davon aus. Ja, okay. Oh, verdammt. Überleben. Ja, genau, das meine ich. Okay, okay. Das heißt, ich muss garantiert hier irgendwas machen. Ja. Und das da oben, denke ich mal, dann abfackeln. Ah, okay. Ah. Und das jetzt hier anzünden. Zack. Geh lieber wieder weg, nicht, dass du... Oh, oh. Da hinten sieht nicht gut aus mit der Tonne. Nicht, dass die gleich explodiert. Ja. Okay, ich hab's gewusst. Sehr geil. Aber cool gemacht. Jetzt muss ich, denke ich, mal hier hochspringen. Ja. Nice. Sehr cool. Ich glaube, wir müssen hier langsam raus, weil es sieht nicht gut aus. Es wackelt alles. What the... Alter! Okay. Das ist ja mal richtig ekelhaft. Wer war das denn? Ich will dir nur helfen. Ja, genau. So sahst du auch aus, wie nur helfen. Einfach nur helfen. Das sah ja auch voll so aus wie nur helfen, ne? Okay, das wird echt knapp hier werden, auch mit dem Feuer. Na komm, geh einfach weiter. Hast schon cool gemacht bis jetzt, kann man nicht meckern. Ah, das eben, das war gerade so eine richtige Schocksituation. Da drauf war ich nicht gefasst, um ehrlich zu sein. Aber naja. So, dann gehe ich einfach mal weiter. Willenskraft, finden Sie einen Weg hinaus. Ja, da drüben sieht man doch eindeutig. Nur das Problem ist... Ich habe kein Feuer mehr. Ach, dort ist ja... Hier ist doch Feuer. Mehr Feuer. Zum Glück. So. Kann ich das... Okay, das war jetzt doof. In den Fässern des Treibstoffs. Kann ich hier hinten eventuell lang? Das ist auf dem zweiten Weltkrieg. Nee, hier ist versperrt. Kann ich vielleicht hier drüben noch irgendwo lang? Ah! Kettenreaktion, oder was? Ich gehe mal davon aus, dass ich die Kisten hier unten anzünden jetzt muss. Ja. Einfach den Faden hier anzünden. So. Jetzt gehe ich mal davon aus. Okay.
dass ich irgendwas hier machen kann. Erstmal weg, weil ich weiß nicht, was jetzt passiert. Okay, die brennen jetzt alle. Aber ich weiß nicht, was das jetzt zu bedeuten hat. Ah, okay, da vorne. Ah, die werden doch eh alle ausgehen. Ja. Okay, das checke ich jetzt nicht ganz. Ich kann auf jeden Fall irgendwas hier machen. Kann ich das auch nochmal abbrennen? Nee. Ich muss aber irgendwas muss ich da machen können. Kann ich ihn nicht hoch? Doch. Ah, okay. Hier oben geht's noch weiter. Okay, hier. Hä? Okay, das checke ich jetzt nicht. Wartet mal. Da drüben. Kann ich hier vielleicht rüberspringen? Ey, jo, das geht sogar. Okay. Ah, alles klar. Alles klar, jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt weiß ich. Jetzt muss ich aufpassen, wie die Flut da reingespült kommt. Und muss dann die brennenden Dinger dann rüber tun. Also sobald vorne die Flut kommt. Achtung, fertig. Jetzt. Genau. Jetzt kann ich das drüben anzünden. Oder es zündet sich schon allein an. Okay, es hat sich schon allein angezündet. Alles klar, hier muss man ja richtig schön Köpfchen haben, um das zu spielen. Okay, Modellfreigabe auf Menü extra. Okay, das ist mir jetzt eigentlich Hilfe. Relativ. So, renn, Lara, renn. Nein. Renn einfach, renn, renn. Ja, nein. Oh, das ist mies. Unfair. Ey, ich wollte raus und nicht weiter runter. Oh, damn. Damn, damn, damn. Da drüben leuchtet's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ja richtig anstrengend hier. Oh mein Gott, schnell. Schon wieder der? Ja, ich will dir nur helfen. So siehst du raus, ey. Oh mein Gott. Ich bin erschlagen worden von einem Stein. Alter Falter. Ey, das war jetzt echt krass. Ich hoffe mal. Okay, jetzt weiß ich auch, was ich machen muss. Okay. Ja, jetzt ist er nämlich erschlagen worden. Okay, 95 Erfahrungspunkte bekommen. 25, pardon. Und spring! Oh nein, oh nein. Lass die Fackel einfach. Okay. Also hier muss man auf jeden Fall ziemlich die Tasten in- und auswendig können. Was bei mir nicht der Fall ist. Ich habe gerade aussehen, dass ich Kehrte gedrückt. Oh mein Gott, okay. Aber sehr cool gemacht. Also kann man echt nicht meckern. Übrigens ist das mein erstes Tomb Raider, was ich jemals gezockt habe. Ich habe mir gedacht, weil dadurch, dass das ja eigentlich ziemlich der aller Anfang ist von allen Tomb Raidern, dachte ich mir einfach, gut, okay, da fängst du jetzt direkt damit an. Ist zwar grafisch schon viel weiter als die anderen Teile, aber egal, bis jetzt kommt es eigentlich ganz cool rüber. Okay, da ist das Flugzeug, was abgestürzt war. Oh, sie sieht schon etwas mitgenommen aus, nur muss ich jetzt mal ehrlich so sagen.
Ach du Scheiße, okay. Ich würde mal jetzt annehmen. Ja, Tomb Raider. Annehmen, dass hier sehr, sehr viele schon gestorben sind. Bei den ganzen Wracks, die hier zu sehen sind. Ist schon krass. Ich kann mal gucken, vielleicht finde ich ja hier drüben irgendwas. Okay, ich will da jetzt mal lieber nicht reinspringen. Ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Okay, Alter, die sieht aber auch aus. Das Rettungsboot. Wo sind sie? Das Rettungsboot, wo sind sie? Landeinwärts. Landeinwärts, Lebenszeichen, suche nach, okay. Okay, da oben muss ich hin. Oh nein, das sieht natürlich... Oh. Okay, wenn ich jetzt hier rüber balancieren muss, ist ein bisschen kacke. Ich bin gespannt. Okay. Also bis jetzt bin ich ja echt begeistert. Das sieht alles so gut aus. Oh nein. Nein, geh weiter nach links. Geh weiter nach links. Ja, was machst du? Ist das genau spiegelverkehrt oder was? Oh mein Gott. Weiter nach links. Ich mach das schon nach links. Am besten spring! Oh mein Gott, ey. So, jetzt schauen wir nochmal. Okay, drüben. Kann man hier runterschauen? Okay, das ist nicht tief. Passt. Aber schon das sieht so Hammer aus. Schaut euch das mal an hier. Mal langsam die Kamera drehen. Ist natürlich cool, dass man langsam, aber auch schnell die Kamera drehen kann. So. Okay. Ah, okay, da drüben muss ich hin. Okay. Oh. Wie ist denn das hier so hingekommen? Okay. Ja. Das sieht natürlich etwas merkwürdig aus, um ehrlich zu sein. Naja, okay. Ich glaube, bevor ich das jetzt hier bewältigen werde, würde ich mal sagen, das war's mit Part Nummer 1 von meinem Tomb Raider Let's Play. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die weiteren Parts und auf das Spiel allgemein, weil bis jetzt ist ja schon recht cool und vor allem teilweise ganz schön anspruchsvoll.